Weitere Beispiele aus der Praxis, aus einem kommunalen WebGIS, werden uns jetzt Günter Wagner und Niko Trojanovic zeigen. Wir zeigen jetzt noch ein paar Praxisbeispiele aus dem kommunalen Umfeld. Ich teile mir den Vortrag mit dem Niko Trojanovic. Ich werde die ersten 5 Minuten jetzt übernehmen und danach der Niko. Ich werde kurz einen Rückblick geben auf die Nutzung des WebGIS in den letzten Jahren, dabei speziell auf die Nutzung auch der WMS- und WFS-Dienste eingehen, sowie auf die Nutzung von Höhendaten. Vorstellung kann ich verzichten, die hatten wir vor einer Stunde. Diese Folie habe ich vor 2 Jahren auf der FOSGIS in Freiburg gezeigt. Sie ist auch immer noch aktuell. Entsprechend gestalte ich meine WebGIS-Projekte noch und die werden in den Gemeinden auch gut angenommen. Führt dazu, dass also immer mehr das WebGIS genutzt wird und weniger die lokalen Desktop-GIS-Systeme. Ich möchte jetzt besonders eingehen auf die Nutzung der WMS- und WFS-Dienste, weil wenn man solch GDI-ähnliche Strukturen hat für ein WebGIS, hat man die ja automatisch auch. Die haben sich in der Praxis bewährt, zum Beispiel um externen Ingenieurbüros Luftbilder zur Verfügung zu stellen. Da wurden sonst immer USB-Sticks hin und her geschickt. Das kann man jetzt einfach mit der Weitergabe eines entsprechenden WMS-Links realisieren. Hat den Vorteil, man hat auch bessere Kontrolle über die Daten. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, stellt man den WMS-Dienst ein und der Zugriff ist dann beendet. Ebenso sind die WMS, aber vor allem auch die WFS-Dienste für das lokale QGIS-System in der Gemeinde wichtig, weil ich habe bei meinen kleinen Gemeinden das Problem, dass der lokale QGIS-Rechner nicht direkt auf die zentrale Datenhaltung, also nicht auf den PostgreSQL-Server zugreifen darf, aus Sicherheitsgründen. Und dass man trotzdem an die zentralen Datentöpfe rankommt, das realisiere ich dann über WFS bzw. sogar WFS-T-Dienste. Diese können dann auch mit weiteren lokalen Daten in den Gemeinden verknüpft werden. Das ist eine einfache Layer-Verknüpfung im QGIS, sodass also zum Beispiel Geometrien, die aus dem WebGIS kommen, angereichert werden mit personenbezogenen Daten aus anderen Fachverfahren, wie zum Beispiel einer Pachtflächenverwaltung oder einer Friedhofsverwaltung. Ein weiteres Thema, was in den letzten Jahren immer mehr aufkam, ist die Nutzung von Höhendaten. Hier stehen den Gemeinden in Baden-Württemberg über eine sogenannte Rahmenvereinbarung mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung DGM-Daten zur Verfügung. Die liegen in einem 1-Quadratmeter-Raster vor. Das sind dann 1 Million Punkte pro Quadratkilometer und haben nach einer Neuberechnung vom LGL in 2017 werden sie mit einer Genauigkeit von plus minus 15 Zentimeter angegeben, die nach meinen Tests sogar deutlich unterschritten wird. Also die Daten passen sehr gut. Zieht man solch eine ASCII-Datei, da stehen einfach XYZ-Werte drin, ins QGIS rein, wandelt QGIS die automatisch in Rasterdaten um. Und diese Rasterdaten kann man dann zum Beispiel als Schummerungs- oder Reliefkarte gestalten. Inklusive Höhenabfrage im QGIS und natürlich dann auch im LISMAP. Weitere Möglichkeit im LISMAP bietet ein zusätzliches Plugin für LISMAP. Man kann auch für LISMAPs noch weitere Plugins installieren, wie hier dieses IT-Profil genannte Plugin. Das ermöglicht an einer beliebigen Stelle in der Rasterkarte ein Längsprofil darzustellen. Das gucken wir uns mal live an. Hier habe ich also eine Gemeinde, eine ganze Gemeindefläche. Für eine ganze Gemeindefläche diese Rasterhöhendaten hinterlegt. Das ist also die Rheinebene, mittlerer Schwarzwald. In der Rheinebene haben wir eine Höhe von 170 Meter, im mittleren Schwarzwald dann schon
460 Meter. Also das ist zum einen ein großer Mehrwert, dass für das gesamte Gemeindegebiet an jeder Stelle eine Höhenabfrage möglich ist. Und wenn wir jetzt mal an eine Stelle ein bisschen näher ranzoomen, haben wir so eine typische Terrassenwäschungssituation, dann können wir mit diesem Plugin für das Geländeprofil an beliebiger Stelle hier einfach ein Profil abgreifen, kriegen das angezeigt, können hier die Höhe ermitteln und wenn wir den Punkt anklicken, sehen wir den hier auch in der Karte. Ja, das ist auch eine nette Ergänzung im WebGIS. Das war's von meiner Seite. Wie gesagt, Fragen auch gerne im Anwendertreffen ab 18 Uhr. Und es würde jetzt weitergehen mit dem Video vom Niko Trojanovic. Vielen Dank. Guten Tag aus Weingarten. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Vortrags, bei dem es um QGIS, QGIS-Server, LISMAP und Portree geht. Ich bin der Niko Trojanovic und leite bei der Stadt Weingarten die Stabsstelle Geodatenmanagement. Ich starte mit dem ersten Teil, Atlas-Funktion mit LISMAP. Die Atlas-Funktion in QGIS nutze ich sehr gerne und eigentlich möchte ich auch in einem WebGIS auf die Funktion nicht verzichten. Diesbezüglich versuche ich kurz darzustellen, wie man die Atlas-Funktion auch in LISMAP nutzen kann. Was wird benötigt? Ein funktionierender LISMAP und QGIS-Server. Sehr wichtig dabei, dass der GetPrintRequest unterstützt wird. Beim Layout ist zu achten, dass mindestens ein Kartenelement mit Atlas vorhanden ist. Für den Vortrag habe ich ein kleines Beispiel erstellt. Es handelt sich um ein Flurstücksreport oder ein Flurstückauszug, wie man es haben will, auf Basis der Testdaten vom Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen. Das Flurstücksreport hat den folgenden Inhalt. Auf der ersten Seite befinden sich die abgespeckten Flurstücksinformationen und eine kleine räumliche Abfrage. Und im Anschluss wird ein Lageplan automatisch generiert. Wir befinden uns auf der ersten Seite des Layouts. Oben werden ein paar Flurstücksinformationen angezeigt, Gemarkungsname, Gemarkungsschlüssel, Land, Flurnummer und so weiter. Unten finden wir ein HTML-Feld. Hier wird zuerst das Flurstückskennzeichen, die Flurstücksnummer und die amtliche Fläche angezeigt. Und im gleichen Feld findet auch die räumliche Abfrage statt. Die schauen wir uns etwas näher an. Wie erläutert, Flurstückskennzeichen, dann wird das Attribut abgegriffen und so weiter. Und dann kommen wir da auch zu der Abfrage. Es wird erst geprüft, ob generell eine Überlappung zwischen dem betroffenen Flurstück und dem Datenbestand 3D-Punktwolkenkacheln besteht. Falls ja, dann kommt ein Text, das betroffene Flurstück ist von der und dann werden die Kachel aufgelistet, betroffen. Falls nein, dann kommt ein Hinweis, keine Überlappung vorhanden. Im unteren Teil kommt noch der Datenverweis und auf der zweiten Seite der Lageplan. Etwas abgespeckt, Nordpfeil und Datenhinweis, das könnte man noch anreichern. Sehr wichtig bei dem Kartenelement ist, dass gesteuert durch Atlas gesetzt ist. Hier unten können Sie selber eine Auswahl nach Ihren Bedürfnissen festlegen. Vielleicht möchten Sie einen festen Maßstab oder wie in diesem Fall einfach 20% um das Flurstück freihalten. Das Ganze schauen wir uns auch in LISMAP an.
Ich wähle ein Flurstück aus. Links erscheinen die Flurstücksinformationen und ganz unten habe ich die Möglichkeit, unser Flurstücksreport zu drucken. Und da haben wir auch einen Treffer gemacht. Das betroffene Flurstück ist von der Kachel 1 und Kachel 3 betroffen. Wir prüfen das Ganze nochmal, schalten die 3D-Punktwolkenkacheln ein und tatsächlich das Flurstück überlappt oder die Kachel 1 und Kachel 3 überlappen das Flurstück. Nun kommen wir auch zum zweiten Teil, Portune Lismap. Hier möchte ich drei Ansätze zeigen, wie man die Daten in Lismap in eine Art Beziehung mit den Daten in Poetry bzw. mit den Punktwolken in Poetry setzen kann. Ich fange auch mit dem ersten Ansatz an, die Punktwolkenkacheln. Die Punktwolkenkacheln, die haben wir auch im ersten Teil gesehen. Hierbei wird ein Polygonlayer benötigt, wobei die einzelnen Polygonen die räumliche Ausdehnung der Punktwolken darstellen. Im zweiten Schritt wird mit dem Poetry Converter werden die Poetry Dateien erstellt und als Attribut den jeweiligen Polygonen zugewiesen und zuletzt muss noch der Polygon Layer in Lismap eingebunden werden. Wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns auch im Lismap an. In Lismap schalten wir den Layer 3D-Punktwolkenkacheln ein und wählen eine Kachel aus. Im Anschluss starten wir Poetry. In Poetry öffnet sich die Punktwolke der gewählten Kachel. Die Darstellung richtet sich hier nach den Punkthöhen, da die Testdaten keinen RGB-Wert haben. Der Vorteil der Punktwolkenkacheln besteht darin, dass man die räumliche Ausdehnung der Kacheln anhand der Bodenauflösung und der Leistungsfähigkeit der Rechner von den Nutzern bestimmen kann, damit auch an nicht so performanten Rechnern die Anwendung sehr stabil läuft. Nachteil des Ansatzes ist, dass das gewünschte Flurstück sich über die Kachelgrenze hinaus ausdehnt. Diesen Minuspunkt könnte man eventuell umgehen, indem man den Nutzer die Möglichkeit freischaltet, dass die Nutzer sich sozusagen selber weitere Kacheln hinzufügen können. Im zweiten Ansatz, Einbindung der Gesamtpunktwolke in Lismap, werden die einzelnen Punktwolken zu einer Gesamtpunktwolke zusammengeführt und die Poetry-Dateien erstellt. Im Anschluss wird mit JavaScript die Poetry-Anwendung in Lismap integriert. Das Zusammenführen der Punktwolken können Sie auch mit der Software Cloud Compare machen. Ich wechsle zum Lismap. Links finden wir ein Symbol, Poetry Gesamtpunktwolke. Nach der Bestätigung öffnet sich rechts in einem Dock die Gesamtpunktwolke. Dieser Ansatz ist nicht fertig gebacken. Interessant wäre es, wenn Poetry dem Kartenausschnitt aus Lismap folgen würde. Nun kommen wir auch zum dritten Ansatz, flurstücksbezogene Steuerung der Ansicht. Hierbei wird die Poetry-Startposition durch die Flurstücksgeometrien gesteuert.
Diesbezüglich müssen wir zuerst die POCI-Hauptdatei umbauen. Und zwar, wir müssen da die Startposition als Variable setzen. Im zweiten Schritt müssen wir den Mittelpunkt der Flurstücke ermitteln und für jedes Flurstück eine POCI-URL mit einem URL-Parameter erstellen. Vorteil dieses Ansatzes ist es, dass der Nutzer sein gewünschtes Flurstück nicht in der Gesamtpunktwolke suchen muss. Wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns noch in ListMap an. Im ListMap wähle ich ein Flurstück aus, wechsle zum Leiter 3D und starte POCI mit der Startposition Flurstück 68 durch 14. POCI startet bei ausgewählten Flurstück. Ein Satz noch zum POCI. In POCI können Sie unter anderem auch Punkte abgreifen, Strecken, Flächen und Höhendifferenzen messen. Ich möchte noch zeigen, wie man die flurstückspezifischen URL mit dem URL-Parameter zusammensetzen kann mit dem Ausdruckeditor. Und zwar, wir haben hier eine ausgedachte URL von der POCI-Anwendung. Dann kommt das typische Fragezeichen für die URL-Parameter. X wird abgegreift und zwar hier kommt die abgerundete X-Koordinate und zuletzt noch der Y-Wert. Wenn wir das Ganze in einen schönen Link darstellen möchten, dann müsste man noch ein bisschen HTML-Code dazufügen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich möchte noch den Umbau der POCI-Hauptdatei zeigen. Und zwar genau hier weisen wir die URL-Parameter zu. Mit PHP, der X- und der Y-Wert wird als URL-Parameter übergeben und der Z-Wert ist fest auf 650 Meter. Ich schließe hiermit auch den zweiten Teil des Vortrags und stehe für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank an die Vortragenden in die Einführung in den ListMap Web Client. Um 18 Uhr wird es im Raum BOF 1 ein ListMap Anwendertreffen geben. Wenn Sie sich also für ListMap interessieren, gehen Sie dorthin, stellen Sie Ihre Fragen, die Vortragenden werden auch dort sein. Wer keine Zeit hat für das Anwendertreffen, wir werden jetzt noch kurz ein paar Fragen beantworten. Es gibt auch zwei Fragen schon im Chat. Die erste Frage, die geht direkt an Günter Wagner. Werden die Scripts zur Installation von ListMap verfügbar sein? Ja, Scripts ist schon beinahe ein bisschen übertrieben, der Ausdruck. Die paar Zeilen wurden aus der Anleitung von ListMap zur Installation übernommen. Und von daher, ich kann die gerne an die Folien ranhängen, aber die stehen auch auf der Anleitung. Dankeschön. Die zweite Frage geht an eher. Bietet ListMap ein responsives Design für mobile Geräte an? Das ist ganz einfach zu beantworten, ja. Also wir nutzen zum Beispiel in unserem Außendienst Tablets und da funktioniert das super. Und ich habe es auch schon privat auf dem Handy getestet. Funktioniert. Das geht also. Wunderbar. Das war's. Wir wollen uns gar nicht lange aufhalten. Es gibt gleich noch im Raum 3, auf der Bühne 3 eine Podiumsdiskussion. Vielen Dank an die Vortragenden. Alles Gute.